gebratene Hühnerleber. Das ist ein Essen, das schmeckt gut, geht sehr schnell zu machen und vor allem, es ist auch sehr gesund. Und wie man das macht, seht ihr jetzt. Für so eine Hühnerleber braucht man wirklich nicht sehr viel. Man braucht natürlich einmal die Hühnerleber. In meinem Fall habe ich da so eine klassische Bio-Hühnerleber genommen. Das Einzige, was wäre, ihr schaut damit, dass da nirgends Teile von der Galle, das ist so was Grünes, dass das nicht drauf ist. Hin und wieder kann es vorkommen, darum ein bisschen durchschauen. Schmeckt nämlich extrem bitter, wenn ihr das mit esst, wird euch nicht schmecken. Hühnerleber, die ich vorher waschen und dann habe ich es ordentlich abtupft mit einem ganz normalen Papiertuch und dann ist sie eigentlich schon zum Zubereiten fertig. Dann, es war ein kapanonisches Gericht, wenn wir nicht ein Paprikapulver verwenden würden. In dem Fall habe ich es da ins Mehl reingemischt und habe das vermischt. Ich habe eine edelsüße Paprika genommen, ihr könnt eine scharfe annehmen oder einen geräucherten Paprika, was ihr wollt. Natürlich kommt Salz rein, ein Pfeffer kommt rein und dann braucht man noch ein Öl, damit wir es nachher auch in der Pfanne braten können. Ja, dann können wir eigentlich schon übergehen, können wir es gleich weiter verarbeiten. Ich mache mir da ein bisschen Platz. Was brauchen wir dazu? Also, wir brauchen einmal die Leber. Als erstes einmal werde ich sie salzen. Da werde ich einmal ordentlich ein Salz drüber legen. Ich werde sie ein bisschen mischen, damit das Salz überall hinkommt. Genauso mache ich es mit Pfeffer, den einfach einmal drüber geben und dann ordentlich durchmischen, damit das überall hinkommt. Das seht ihr, schaut ganz gut aus. Nicht erschrecken, wenn man Salz auf die Leber gibt, sie wird auf einmal etwas milchiger und heller. Gehört dazu, kann nichts passieren. So, nachdem das jetzt gut durchgemischt ist, gehe ich her und nehme die Leber und lege sie einfach in dieses Pulver, Paprikapulver-Mehlgemisch. Und da die Leber von Grund her schon ein bisschen immer feucht ist, nimmt die das wunderbar auf. Ja, und das wäre es eigentlich schon gewesen. Das machen wir jetzt durch mit alle. Und wenn wir soweit sind, sehen wir uns wieder. So, nachdem die Leber jetzt vorbereitet ist, machen wir weiter. Wir gehen her und werden einmal das Öl heiß machen. Wie gesagt, ich nehme dafür ein ganz normales Sonnenblumenöl. Das passt, das stelle ich einmal weg. Und das machen wir jetzt einmal ordentlich heiß. Zur Leber ist zu sagen, viele Leute glauben, Leber ist giftig, weil es ja das Entgiftungsorgan ist. Vollkommener Schwachsinn. Die Leber hat überhaupt keine Giftstoffe drinnen. Auch wenn sie das Entgiftungsorgan ist, eben, ist befreit davon. Genauso hat Leber irrsinnig viele, viele Vitamine, Vitamin A, Vitamin C, Vitamin D und auch eben die typischen Fleischvitamine B, alles drinnen, ist in Wirklichkeit gesund und wie oft der Glaube, dass Leber irgendwelche Krankheiten oder irgendwas macht, vollkommener Blödsinn. Und wenn man isst ja auch nicht jeden Tag. Also, gut, wir sind einmal soweit. So, nachdem unser Fett jetzt heiß genug ist, gehen wir her und legen die Leber einfach rein. Ihr könnt es gleich doppelt nehmen. Ihr merkt, wie sich das super verfärbt, das Fett durch das Paprikapulver. Herrlich. Richtig panonisch. In meinem Fall macht es für zwei Personen. Das heißt, es reicht eine kleine Pfanne, ich kann alle auf einmal machen. Das dauert jetzt 2-3 Minuten, dann drehen wir es einmal und werden sehen, das ist gleich fertig. So, nach ein paar Minuten drehe ich die Leber einfach um. Was ich dazu sagen muss, Leber neigt dazu, weil doch immer Wasser drinnen noch ist, zu spritzen. Wenn es das macht, dann legt es einfach auch so ein Fettgitter drüber, so ein Schutzgitter. Mir persönlich macht es jetzt nicht wirklich was aus und ich gehe einfach hin und hebe das einfach auf, während ich die Leber umdrehe. Was nicht drauf dürft, ist natürlich ein Deckel, damit da ein Kondenswasser entsteht und dann nachher das alles wirklich zum Spritzen anfängt. Das darf natürlich nicht passieren. So, meine Lieben, die Leber ist fertig. Der Geruch, Wahnsinn. Ich habe da jetzt ein Stückchen drauf gegeben. Ich werde das einmal kosten. Herrlich. Hühnerleber. Für mich persönlich die beste Form der Leber. Ja. Ihr seht, es geht wirklich super schnell, man braucht nicht wirklich viel Handgriffe dafür, um ein gutes Essen auf den Tisch zu kriegen. Es ist gesund und schmeckt dann natürlich saugut. Und falls es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch,
abonniert meinen Kanal, dann seht ihr immer wieder solche spitzenpannonische Gerichte. Ja, und ich wünsche euch auch, dass euch das so gelingt wie mir, vor allem, dass euch so schmeckt wie mir. Alles Gute, tschüss.